vermisst. Ja, ich war auch ein bisschen traurig, ehrlich gesagt. Ey, der Sprecher, ne, der labert ja immer noch. Puh, hier soll ich jetzt starten? Das gefällt mir gar nicht. Warum siehst du schon was, du Kle Ja, ich hab einen schnellen PC. Ja, das hier ist doch mal viel, viel besser als das letzte, ha? So stelle ich mir eine Startposition vor. Ja komm, was soll. Was soll's. Let's go. Obwohl, oh mein Gott. Geht das gar nicht, ey. Ich mach das direkt hier. So, ich habe mal wieder Push-to-Talk an. Ich glaube, ich bleibe hier. Was meint ihr? Oder geh ans Meer? Du kannst den Campus mit zwei Bergen bauen. Wahrscheinlich hier, ne? Oder da? So, weil zwei Bergfelder dran sind. Ich mach das. Bam. So, ich gehe mit denen nach links. Ach, hier ist Meer. Ich bin schon wieder. Ne, ich bin nicht an der oberen Gigi. Grenze. Ja, ist natürlich gut, dass ich gerade die ganze Zeit rummecker und jetzt hier so eine übelst schwere Runde vor mir habe. GG. Ich habe gerade mal nachgeschaut, euer Spiel wird nicht in der Lobbyübersicht Bergbau. angezeigt. Ja, das sind ja auch erst immer Leute gespawnt, als wir Pause gedrückt haben. So bescheuert das klingt, aber es ist halt echt immer erst passiert, als Ja, jemand Pause gedrückt wir hat. hätten natürlich jetzt eben auch speichern können und hätten dieses Spiel neu laden können, ne? Ja. Hätten wir. Ja, Haben wir aber nicht. haben wir nicht. Jetzt bringt auch nicht nochmal Salz in die Wunde reinzuschütten. Das ist halt echt. Die haben Wow. mich gar nicht. Deppert. Also ich hoffe, ihr habt so vielversprechende Startpositionen wie ich. Weil das sind sie ganz und gar nicht. Ich Ist habe mich wirklich erst top. ziemlich gefreut, aber jetzt ist. Großartig hier. Schön. Ich darf jetzt Sollte erstmal auch 3 Runden skippen, so, weil hier früh nichts passieren wird. auf Bibliothek gehen, oder? Um die schnell hier Ein ranzusetzen. Hauch von nichts, sag mal. Ja. Oder? Ja, hier ist super viel Wasser. Ah ja. Spandau. Das ist auch ein Witz hier, ey. Nicht das Weizenfeld wegmachen. Meinst du das hier? Ich kann auch hier oder. Ja, hier oder da muss ich die Uni dran machen, ne? So. Nee, Fluss ist doof. So, jetzt schön zügig hier. Warum musst du auf irgendwas warten? Oder? Nee, ich will einfach nicht. Also ich meine, wir haben jetzt schon zweimal einen. Das war. Zweimal so lange Ei. gebraucht, dann sage ich, wäre cool, wenn wir jetzt mal Butter bei der Fische machen eigentlich. Jo, ich baller hier durch. Das als Ziff Neuling. Ne? Ja, du hattest Ja. ja jetzt aber schon dreimal Start Ich bin Neuling. Vorbereitungsmöglichkeiten. Bis zu dem Punkt, hier hast du schon dreimal gespielt. Jo. Kannst du nicht erzählen. Sollte ich direkt angreifen, solange die auch keine Truppen haben? Kann ich das rushen? Okay, das ist doch schon mal besser. Ich sollte es hier mit rushen, oder? Ich sollte schnell das Feld ausbauen, oder? Mit Bergbau. Vor allem habe ich ja Bergbau geskillt und kann dann Felder abholzen. Was ist gut? Kannst du früh auf Schifffahrt gehen? Nee, Schifffahrt soll scheiße sein. Have I heard? Was denn? Achso, neuer Kontinent. So, ich rush die. Nicht rushen. Nicht rushen.
Die bekommen eine Beförderung. Ja, doch. Ich mal Zugriff. Alter, die Katze ist laut. Boah, Alter, was so ein. Das ist aber alles kompliziert hier. Ist die Tür nicht auf? Die Katze macht übel Mucken. Es war die ganze Zeit scheiß Katze im Raum und die Tür war zu. Die Arme. So. Die Kühe bewegen sich gar nicht auf der Weide. Ich würde sagen, immer wenn man. Jetzt bricht bei mir immer so leichte Panik. Ach du Kacke. Ruf. Ich hab vergessen, was ich sagen wollte, aber es war garantiert was Wichtiges. Geh ich nach oben oder? Ich geh nach oben. Ei! Du wolltest noch was mit Panik sagen. Hier ja, so eine Stadt, dann habe ich mehr Wasser so und das Naturwunder. Panik aus, aber ich bin unten dieses Zeichen ist, dass man der Letzte in der Runde ist. Also das ist echt eine leichte Drucksituation. Ja. Mittel bis schwere Panik. Das ist schon ein gesundes Gefühl. Gib mir mal Tipps zum Naturwunder. Sollte ich hier eine Stadt bauen oder hier oben? Kann ich bestätigen. Muss ich das abusen oder ist es gar nicht mal so wichtig? Du kannst vom Wasser aus alle Gegner bombardieren. Ja, aber dann setze ich halt alles da drauf, ne? So. Sag mal, warum treffen wir uns eigentlich jede Runde? Joa. Hallo, erstmal, ne? Der Stadt beim am Fluss beim Wunder. Oh, der Fluss biegt hier aber ab. Also hier so. Ich hab schon vom Russischen Reich gesprochen. Erkunde weiter den Fluss entlang. I do it. Oh, dem tollen Russischen Reich, bitte. Das stand da nicht. Das Spiel wartet auf euch. Ja, einen Moment. Ich finde gut, das ist so eine schöne Selbstkontrolle. So, fuck! Oh, ja. Fuck. Ja, ja, ist echt so. Vor allem, wenn du der Vorletzte bist, überlegst du so, soll ich ihn jetzt unter Druck setzen? Einfach mal die Runde skippen, um den Gegner so unter Druck zu setzen. Einfach mal nichts machen. Das Spiel von Hand of Blood ist nicht synchron. Ein Feld. Meins auch nicht. Ich bin im Loading Screen. Ich auch. Alles gut. Du willst nicht Pause drücken. Wir haben keine Rundezeit. Ist alles gut. Ja. Okay. Aber kann ich derzeit ja schon mal hier den Kriegern von Johnny auf den Ich muss eben mir die Nase putzen. Ich entschuldige mich dafür. What? Es stimmt nicht. Oh, da kam wieder. Also der 102 wird wohl korrigiert. Wie? Ich bin auch wieder da. Achso, die hören mich ja gar nicht. Ich bin auch wieder da. Alles klar, ihr könnt eure Runde machen. Danke! Lieb von dir. Du bist dann dran, ja. Bei wie viel ich gar nicht mitbekommen, was für Belohnung. Aber jetzt geht's halt auch. Habt ihr auch drei Städte oder? Was? Wie läuft's bei? Was? Wir sind in der 9. Runde. Verfickt! Nein! Ist Timo! Mann! Ey, das kann nicht sein, das ist nicht dein Ernst. Was machen wir denn jetzt? Wir haben können die denn gesagt, einfach joinen? Ich bin offline bei Steam. Ich bin überall offline. Ja, ich bin bei Steam tatsächlich nicht offline. Ich bin nicht offline. Ja, aber darüber hat Johnny halt nicht. So, keine Ahnung. Das kann doch gar nicht sein. Das geht doch gar nicht. Rübt jetzt so ein bisschen die Stimme. Das kann nicht sein. Berlin-Tuch ja, aber dann kannst du auch nicht mitflussen. Also, passiert halt mal, ne? Vielleicht war das jetzt eine Ausnahme. Ich glaube, in dem Moment, wo wir das onscreen sagen, kommen 18 5-Jährige auf die Idee. Das auch mal zu oder testen. 5 18-Jährige? Ja, oder das. Fucking Timo, Alter. Okay, er hat ja erstmal noch kein Spiel übernommen. Ist ja noch.
Ist ja auch wieder runter. Ihr hattet eine Aufklärung. Oh! John? Ja. Und Vater in einer Runde entdeckt. What? Ah ja, hallo. Das ist ja interessant. Wo bist du denn? Na geil, das, voll, hast du mir das Ding vor der Nase weggeschnappt? Nee, nee. Welches Ding? Das Dorf? Ich möchte betonen, dass ich dich noch nicht sah, als ich das Dorf sah und direkt drauf geklickt habe. Aber ich hätte es auch so gemacht, das stimmt. Instagip. So. Oh, hier ist ja schön, ne? Die ganzen Ressourcen da. Vielleicht können die auch tatsächlich keinen Spieler übernehmen, darum disconnecten die. Es aber ist die... ja auch gar nichts zum Übernehmen. Hä? Ah, doch. Hä, hey, doch, ja, die, doch, die NPCs, hey, doch, oder stimmt, nicht? Doch, wir haben doch wieder, wir haben noch gesagt, wir machen... Okay, das Ding ist, die ja. Dudes sehen ja auch das Naturwunder. Sollte ich das jetzt rushen? Hä? Boah, lol, unser Spieler steht auf einem Feld, das geht. Oder nicht? Ah. Oh. Stadt benötigt Nahrung. Hä, ich hatte einen übrig und der hat sich nicht selber gesetzt? Was ist das für eine asoziale Scheiße? Weiter. Ei. Rushen. Okay, Rush B. Alles klar. Ich mach hier eine Stadt hin. Warte mal. Dahin, wa? Da ist doch gut. Da habe ich die Berge, da habe ich das Wunder, da habe ich Fluss und hier habe ich auch Meer. Ich glaube, das ist gut. Wir müssen über Steam kommen? Also ich habe mich jetzt auch nochmal offline gemacht, ne? Ich weiß nicht, vielleicht sollte Johnny sich einfach auch sicherheitshalber einmal offline machen. Ich habe auch sofort in dem Moment... crazy, aber... Dann ist die Definition von privat einfach totaler Fail. Ja, in der heutigen Zeit ist Privatsphäre ja eh ein sehr umkämpfter Begriff, sag ich mal, ne? Ich glaube, die... Russland aber, betet also, zu einem Pantheon, das auf dem Glauben Fruchtbarkeitsriten basiert. Ja, der Johnny ist ja wieder rallig. Gerüchten zufolge. Der Johnny ist wieder rallig, wa? So, Johnny, mach mal hin. Das Spiel wartet auf dich. Warum hast du jetzt ja nicht schon... Schreiben ist leicht. Oh Gott, hier sind auch nochmal Reiter. Scheiße, ey. Ach, dafür brauche ich Tierzucht. Oh nein! Wie geht das denn? Ich überlege... Also ich muss hier eine Uni oder eine Bibliothek hinsetzen. Nicht wahr? Ist doch das einzig Sinnvolle, was ich hier machen kann. Also ich entweder bin ich total am Arsch gespawnt oder... Also... Ja, was auch bestimmt. Immer das hier für eine Landstruktur ist, ist es hochinteressant. Das hier baue ich als nächstes aus. Hochinteressant, was hier stattfindet. Alles blubbert so aus dem Boden da. Auf Bio. Jetzt auch einer? Oh, hier ist John. Nächste Runde. Nächste Runde geht's los, Jungs. Weiter. Nächste Runde, nächste Runde. Nächste Runde, dann go, Johnny.
Ich bin da eher der weniger dezente. Krieg! Oh Gott. Jemand bei mir? Nein? Okay. Wenn das halt failt mit dem Siedler, bin ich am Arsch. Also das baue ich als nächstes aus. Dann setze ich hier eine Uni hin, wird der Weizen halt weggemacht. Und ja. Ich habe übel viel Produktion. Nee, habe ich. Hä? Das ist das falsche Feld. Ach so, weil ich... Stay. Wir warten. Ja, ja. Ja, es tut mir leid. Ich habe mich verklickt. Ich habe anstatt auf nächste Runde auf in der Runde bleiben geklickt. Ich hoffe, das war ein Witz. Nee. Natürlich war das... Ich würde noch niemals so schlechte Witze machen. Boah, was ist denn hier los? Das ist ja Schlaraffenland. Hängende Gärten. Geschicklichkeit. Nahrung durch Jagdlager. Würde mir, glaube ich, gerade entgegenkommen. Hier können wir zum Beispiel. Aber das wäre jetzt gut, aber ansonsten. Ich habe ja hier nur eins. Quatsch. Das ist gut. Ei. Stay. Bitte? Nicht. Ich war schon fertig, ich hab gleich Ja, ja, ich auch. Ah, aha. Ey, sind der Baba hat zwei Reiter. Zwei. Bei mir stehen drei vor der Haustür. Nee, einer davon ist beritten. Mein Fehler. Schön. Die Aussicht. Habt ihr hier die ganzen Pantheons schon weggeschnappt? Ja. Vielleicht. Das kann ich bestätigen. Ich glaube, ich schick den da mit. Was nehme ich denn jetzt? Campus. Kornspeicher? Kornspeicher oder Campus, Leute? Wollte ich gerne mal gucken. Ja, wie läuft bei euch so mit dem Barbar? Geht eigentlich, ne? Geht. Ja, nee. Also noch sind sie noch nicht so nah an meiner Stadt. Ja, ich glaube, wenn sie noch näher dran wären, wären sie in meiner Stadt. Das wäre das nächste Feld. Okay, ist echt 50-50. Gut, kannst ja, Nee, Kornspeicher. Ich hatte die doch mal an und sag, die sollen weiterziehen. Kornspeicher ist überstimmt. Arschloch. Jo, alles klar. War ein ganz lieber Tipp von mir, ja. So. Was war das denn? Mann, die Reiter kommen ja auch hinterher. Da ist er wieder! Wo war das? Timo tritt bei. Er geht nicht wieder raus. Wo ist mein Sieg? Ja. Aber das kann ja auch einige Minuten dauern, ne? Wie er verbindet. Haha! Was ist das denn? Ist das ein Barbarenlager? Wir sind uneinnehmbar! Oh, das wollte ich gar nicht. Ist egal. Okay, nächste Runde. Ach, ich weiß nicht, irgendwie ist das hier... I know the Forschung. Was denn? Aufgaben. Du musst ein bisschen schneller vorankommen. Irgendwie bin ich so lahm irgendwie. Baut eine Ressource ab.
Baut ein Schild. Ja, Glauben ist ja jetzt nicht unbedingt der Fokus, auf den man Wert legt, oder? Nee. Ich meine insgesamt so, weiß nicht, diese Gesamtsituation ist... Unzufriedenstellend. Ja. Ja, ich verstehe dich. Oh Leute, das ist ein Dorf. Hat man als Admin nicht die Möglichkeit, jemanden zu kicken? Also es geht nur mit, ich kann Konz, wusste nicht wo, also hätte nicht gesehen wo. Du hast ja oben nur die Bilder und ansonsten hast du ja kein Optionsmenü, wo du irgendwie eine Lobby hast oder so. Kannst du höchstens noch hier Spielerliste anzeigen und dann... Der Timo kommt rein, setzt Pilze, in Klammern Barbaren und geht wieder. Das würde einiges hier vor meiner Hauptstadt erklären. Ja, du kannst Spielerliste anzeigen machen über den Chat, vielleicht kannst du da irgendwas machen. Also über den Chat, da steht dann mit so einem Häkchen Spielerliste an, seine kommt die rechts daneben. Ich leuchte mal mit ihm hier das hier weg. Oder ich schicke ihn erstmal ein bisschen weiter. Ja, kann ich, lol. Was denn? Ich kann die Leute kicken. Ja, nice. Ja, wow. Alles klar. NP. Leuchter, dynamische Rundenlänge? Nein. Nee. Ey, ohne Scheiß. Aber es dauert kann länger. Man... Es dauert länger alles, ne? Also ja, wir wären aber... jetzt locker schon bei Runde... Weiß nicht. Nee, ich finde nicht, dass es noch länger dauert, weil wir uns immer Druck machen. Ja. Ja. Jein. Scheiße. Eigentlich. Nächste Runde kriege ich einen, kann ich da drauf machen. Eieieiei. Ob das so schlau war? War das überhaupt nicht schlau? Ich bin so doof. Wo ist meine Brille? Naja, ist auch geil hier. Ich glaube, ich habe die auf dem Klo liegen. Dahin. Oh, ich habe mich gestoßen. So. Candy. John? Ihr braucht aber diese Runde echt lange, ne? Was ist denn da los, John? Was? Bei mir sind noch mehr Leute am Ziehen. Hä? Nee, bei mir stehst du. Nee, bei mir steht nur John. Bei mir nur du. Ich höre nur Lügen. Wrong. Wrong. Ich höre nur Song? Nur Lügen. Jetzt einer hat dann nur Fehler. Ah. Sehr gut. Sorry, Jungs. Wrong. Jetzt hier Walk of Wrong? Ich mach eine Trump-Impression. Warum sind die einfach wrong da drauf gegangen? Soll ich die hier gründen? Oder da? Ich glaube hier. Hinten ist auf jeden Fall jemand, da kann ich nicht hin. Dann würde ich sie halt auch instant setzen. Oder kann ich jetzt lang? Was habe ich denn jetzt gerade für eine... Soll ich die da setzen? Ich muss mal Gold investieren, wa? Kriegswagen. Kann ich sagen, dass ich es äußerst beunruhigend finde, dass ich noch niemanden getroffen habe? Wir haben uns schon getroffen, aber jetzt sehe ich keinen mehr, ne? Also... Also ich sehe gar keinen. Ich habe noch gar keinen getroffen. Noch nicht mal einen Stadtstaat oder so? Doch, die schon, aber das ist ja unrelevant. Oh. Und also irrelevant. Ah, jetzt sehe ich hier. Sumerisches Reich. Grenzen weiten sich aus. Das ist doch ja der Max, oder? Ja. Ja. Wieso? Willst du jetzt hier nach oben kommen oder was? Die sieht ein bisschen ungeschützt aus. Oh. Okay, wenn du das so eure siehst. Eure Küsten sind wohl etwas ungeschützt, so wie dieser komische. Jo, der Norweger. Der immer sagt, oh, eure Küsten sind so ungeschützt, da könnte man ja länger machen. Der komische Hendrik. Ja, der Norweger ist ein richtiger Wichser, ey. Achso, ich dachte, ihr meinte gerade den Hendrik. Nein, nicht der Hendrik. Als ob der das immer so sagt. Nee.
Eure Küsten. Oh, eure Küsten sind so ungeschützt. Hör mal, ich sehe hier Stadtgrenzen, aber ich weiß nicht, wem sie gehören, weil ich genau das Feld dahinter nicht kenne. Das ist echt unangenehm. So. Wer ist der denn? Die bauen hier aber auch ein Ding nach dem anderen, ey. Junge. Oh, wen? Oh, lol. Och, ich habe... Ich glaube, Stay hat jemanden entdeckt. Ich habe dich entdeckt. What? Ich habe Max entdeckt. Das Numerische Reich. Ich übersende euch meine Delegation zur Freundschaftsbekundung. Das hat noch gar keiner gemacht, ne? Du bist ja richtig hübsch, Mensch. Ja, gut. Ach stimmt, der ist ja Cleopatra. Ja. Na gut. Ich danke euch für die Annahme meiner Delegation. Ja, da hau doch erstmal 10 Gold raus, ey. Ja, wenn du wüsstest, wie meine Startposition ist, ist nix. Nix ist. Boah, alles klar, ey. Oh, ich hab vergessen weiterzumachen. Sorry. Boah, Anzeige ist aus, ne? So, kamst du jetzt von rechts oder von links? Oh, fuck! Das hat sich nicht gesund angehört übrigens gerade. Ich kann mich aber auch irren. Wer hat denn jetzt hier schon wieder so einen Tisch gebaut? Ein unbekannter Spieler, das heißt ein NPC. Nö, oder? Ja, oder jemand, den du noch nicht getroffen hast. Achso, du hast ja schon alle getroffen, okay. Gute Info. Natürlich, ich bin ja immer jemand, der sich gerne mit allen offen trifft und ein bisschen connected. Networking. Networking. Du weißt, das Networking, das ist Highlight. Scheiße, ich glaube, jetzt gehen die Hops. So, ich habe jetzt Hazel Horse gegründet. Den Witz verstehen nur Spandauer. Ich habe ihn begriffen. Das Spiel wartet auf euch. Ei. Ja. Jetzt auf mich. Wie? Sorry. Erstmal um die Barbaren. Ist ja ungeheuerlich. Also entweder hat sich jemand bei der Entwicklung dieses Spiels verschrieben, als er die Stadt benannt hatte, oder hier heißt eine Stadt IWNW. Ivne. Ivne. Gesundheit. Ivne. Ja, oder das ist eine Stadt, die es gibt, ne? Die heißt Ivne. Ja, bleib mal ganz ruhig. So, Ivne. Ist okay, wenn die verrecken, dann kann ich das Lager wegmachen und dann den. So. Forschung. Baut eine Ressource ab, das muss ich jetzt echt mal machen. Ach, das war echt dumm, ey. Naja, gut, nächstes Mal weiß ich besser. Nächstes Mal. Ich glaube, ich hole mir die Stallung. Weil dann kriegen meine Kriegskarren mehr EP. Gleich soweit, Sekunde. Mhm, okay. Ja. Sag mal, Kevin, was war das? Der Stream laggt? Ich hab wirklich nicht verstanden. Das, warte mal eben. Nee. Stream laggt doch gar nicht. Aber ist egal. Ich dachte, ich hätte irgendeine Grenze übertreten oder so. Nee. Das sollte ja an Timo gehen. Ah. Aber. Ihr seid dem Spanischen Reich begegnet? Eieiei.
Sind auch immer Typen, ey. Ich muss mal eben ein bisschen meinen Stream fixen. Oh, nicht so viel Spaß. So, hier mit dem Schiff kommt an. Ah, Johnny, die Captiva. Hey, passieren, was geht ab? Schöne Stadt. Ja, Leute, dann kann ich jetzt den Chat nicht... Doch, ich mache nur den Chat auf. User in your channel timed out. Oh, lol. Kann nicht Pause machen, ne? Aber ich weiß jetzt nicht warum. Wer ist denn weg? Stay. Stay. Stay by me. Warten wir dann noch auf Stay? Nö, nö. Der ist down. Der ist down. User entered your channel. Der ist auch wieder. Nee. Nö. Lol. Ja. Hallo. Keine Ahnung. Bin irgendwie rausgeflogen. Oh, Stream hat alles steht. Nö, also nur der, nur das CS. Also mein Stream leckt leider ab und zu. Aber ich weiß echt nicht, woran das liegt. Ja, mach doch mal nebenher über Altab die CPU-Auslastung auf. Jo, aber das hat, ist der, halt... hat ein Ziff so krasse CPU-Auslastung? Ich meine. Ja. Also beim, also schon saftig, ja. Auf ja, Fall, also Schiff hat so 30% bei mir. Manchmal an 35%. Ja gut, 90. Ja, hab ich, ja stimmt, habe ich auch. Aber bei mir leckt es eigentlich nicht. OBS braucht halt noch viel. Die Leute, die einfach ich habe einfach nur OBS und Ziff. Nee, nee, warte mal. Bei mir ach, ist und alles Steam. Boot, Steam Client Smoothie. Bootstrapper. Der braucht bei mir auch ganz viel. Was ist denn das, Jungs? Ich muss sagen, Hasselhorst ist eine schöne Gegend. Jungs, was ist denn... Ist das ein Viertel in Inch noch nochmal, halt? Nee, hallo, ja, hört ihr mich? Das ist quasi der nächste... Hallo? Der nächste Döner. Hallo? Was ist ihr hört mich doch, oder nicht? Hallo? Hi! Hallo? Ja, kann mal jemand irgendwie reagieren? Ich denke, ihr sprecht mit der Wand. Wenn du flüsterst, hören wir dich doch nicht. Du hast nicht geredet. Doch, die scheiß Lampe hat doch geleuchtet, dann stellt mich halt lauter. Und zwar Stream Climb Bootstrapper braucht bei mir 20%. Ja, den brauchst du. Ach Gott. Das kannst du nicht zumachen. Ich habe halt durchgehend so 90 bis 95 CPU-Auslastung. Ja. Also Prozent. Welcome to my civilization. Willkommen. Na gut, dann Leute, kann ich leider nichts machen. Okay. Ihr wirkt euch dran. So sehen nun mal gute Streams aus. Das ohne abgeschnittene Webcam. Gameplay, nicht, okay, sorry. So. Ja. Okay, jetzt geht's weiter. Okay, cool. Das ist schön. Sumerien hat einen mit einem Kriegswagen einen barbaren Außenposten entfernt. Ich bin erschüttert. Ey, das ist ernst. Ich bin erschüttert. What the fuck? Umdrehen deswegen. Ach, schon. Ah, was soll's. Wo sind die Reiter hin, verdammt? Du hast ja da deine Barbaren vor deiner Haustür gar nicht geklärt. Was? Kevin. Die hauen ab? Die kriegt die nicht gefangen. Ach Gott, das sind wieder dieselbe Ausreden wie das letzte Mal, ne? Alter, beim letzten Mal haben wir gerade ernsthaft so wie 20 Runden gebraucht, um diesen Typen zu töten, ne? Oh. Ah doch, jetzt kann ich angreifen. Oh lol, jetzt nächste die... Sollte ich hier einen Kornspeicher bauen, um die Stadt ein bisschen zu boosten? Nice. Ah, Spanien ist hier. Olas! Hier ist Sumerien auch. Bei Runde 30 wird der Rat der großen Nationen zusammengesetzt. Weil wir haben jetzt hier schon ein paar Barbaren und so. Und ich denke, wir können was bereden. Ja, ich habe auch hier das Gefühl, dass Kevin seiner Rolle als angebliche Weltmacht irgendwie nicht nachkommt, ne? Ich muss irgendwas abholzen. Ey. Hier wird mir ein Schuh angezogen, der mir gar nicht passt. Ja, ganz offensichtlich passt du nicht in deine Schuhe. Und auch nicht in die Rolle, die du in dieser Welt einnehmen sollst. Warum werden schon wieder die Schlüssel gefeuert? Das ist sehr offensiv, muss ich sagen. Was ist denn jetzt hier los? Warum, was passiert denn jetzt hier schon wieder? Damit man mir einen Grund geben kann, dass man mir auf die Mütze haut. Jede Nation lebt von... Ich finde halt einfach, dass es in dieser Welt, ja, jeder seine, eine gewisse Rolle hat.
Aber das ist ja keine Beleidigung, ne? Ich meine, die einen können es halt und die anderen können es weniger, aber da musst du dich jetzt nicht gekränkt fühlen. Was ist mit ihm? Wir werden schon wieder politisch korrekte Schüsse verteilt. Leute, den tut so ein Hauch Macht nicht gut. Da geht's schon los bei denen. Denn schön, dass du meine Macht anerkennst, aber. Er ist ein Hauch. Hauch. Ein Hauch mal? Ich holze jetzt den Wald ab. Ja, machen wir jetzt diesen Rat oder nicht? Runde 30 war doch die Idee, oder? Ach so, okay. Runde 30, ja. Warum kann ich denn da nicht bauen? Ach so, weit noch nicht. Oh, nee. Sollte ich das Waldstück abholzen? Weil dann kann ich Bewässerung ziemlich zügig machen. Ja, chillt mal. Ich muss jetzt mal, wo kann man denn hier forschen, dass man Bäume abholzen kann? Schneller. Ermöglicht das Abholzen vom Regenwald da, okay. Also wenn ich nicht wüsste, dass wir legendäre Ressourcen eingestellt hätten, würde ich sagen, wir haben sie nicht eingestellt. Warum ist das so scheiße? Mau. Ja, in der Runde davor dachte ich das auch. Aber jetzt kann ich mir nicht sonderlich beklagen. Barbaren rennen halt wirklich von mir weg. Ist halt so. Aber Max sehe ich nie was anderes, außer seine kleinen Speer, die hier überall rumflitzen. Die sind nicht klein. Ja, schon viele Speer, hätte immer noch einen Speer gehabt, ey. Eigentlich kann ich ja auch. Nee. Ich weiß auch nicht, irgendwie. Und die Barbaren kriegst du auch nicht. Da willst du die mal dann finishen und dann hauen sie ab. Weil man merkt gar nicht, dass heute Montag ist. Mein Handy ist die ganze Zeit am Vibrieren. Ich krieg noch einen Schaden, ey. Überwiderlich. Fuck. Lass mich in Ruhe. Ja. Kevin, wie sehen so deine Expansionspläne aus? Das ist ja alles mir. So wie man das halt sagt. What? Das ist alles dir. Ja, das ist alles mir, ist auf jeden Fall schon eine gute Einstiegsposition für die Verhandlungen, die wir in 30 Runden die wir in 2 Runden machen. Das ist alles mir. Ja, ich bin auch. Das ist ziemlich. Also, ich hätte nicht gedacht, das zeugt von politischem Handlungstalent. Hätte ich gedacht, dass ich mal. Dass er mich noch negativ überraschen könnte, nach den Runden, die wir schon zusammen gespielt haben. Aber er hat es geschafft, ja. Aber so eine Aussage ist jetzt selbst für mich als erfahrener Kevin-Kenner ein Schock. Erfahrener Kevin-Kenner. Erfahrener Kevin-Kenner. Was machen Sie denn beruflich? Ich kenne mich mit Kevins. Es gibt ja die Putin-Versteher und es gibt die Kevin-Versteher. Ich bin erst ein Kenner, aber ich arbeite mich langsam hoch. Ja, also, ich sag mal so, das, was ich hier um mich rum hab, die Landschaft so, die gefallen mir eigentlich ganz gut so. Die würde ich halt auch dann für mich beanspruchen wollen. In dem Sinne. Sector clear. Komm, scheiß drauf. Ist klar, da wird schon gechattet. Wie kommst du darauf? Er hat wahrscheinlich die gleiche Nachricht in meinem Chat gelesen, wie in seinem Chat. Ich hab hier nur so einen Kappa applaudieren. Papa, oh, das ist wunderbar. Einstiegsfreundlich ist das Spiel? Ja, einstiegsfreundlich ist. Nicht so, finde ich. Ich finde es überhaupt nicht einstiegsfreundlich. Nee, ist doch wirklich nicht. Hast du vorher schon mal ein Civilization gespielt, Max? Nö, aber dafür ganz viele andere rundenbasierte Strategiespiele. Ohne wäre ich einfach komplett aufgeschmissen. Ja, aber ich habe zum Beispiel, hast du ja irgendwie mal gesagt, hast du irgendwie Age of Wonders gespielt? Da bin ich zum Beispiel überhaupt nicht reingekommen. Age of Wonders, dann
Hier, Heroes of Might and Magic, sowas. Aber halt. Ich finde, das ist halt noch viel komplexer, so, weil du hast halt diesen Aufbau plus dann nochmal Helden, die halt super komplex sind irgendwie. Aber, ja, vielleicht täusche ich mich da. Ja, die Helden. Machen gar nichts. Alter, ich muss hier mal ausbauen. Hier. Und da braucht er nicht Bewässerung. Ist es jetzt fertig? Eine Runde. Dann ist jetzt nächste Runde ein Rad, oder was? Ja, nächste Runde ist der Rad. Da freue ich mich schon drauf. Ich muss sagen, ich sehe ja gar nicht so viel von euch. Ich sehe nur hier von Max hier irgendwie, dass er da unterhalb von diesem Natur. Warum sehen alle immer mich? Weil du wahrscheinlich in der Mitte bist. Ja. So, der Rad ist eröffnet. Wir können das ja gleichzeitig machen mit unserer Erkundung. Ja. Also ich sorge mich ein bisschen darum, weil ich ja jetzt hier gerade natürlich ein bisschen auf Expansionskurs bin. Ja. Und ich möchte ja nicht, dass ein Interessenskonflikt entsteht mit meinem sehr geehrten und verehrten Freund Kevin, den Unberechenbaren. Kevin, der Unberechenbare. Kevin, der... Okay. Leute. Ich kann siehst das du da was? Ja, was ist denn... was ist denn los mit dir? Also ich würde gerne... da, siehst du das Färbemittel rechts von deiner Stadt? Welche Stadt? Die untere. Ja, ja. Deiner Stadt. Ja, ja. Ja, da rechts ist das Färbemittel, ja. Ja, da würde ich mich gerne niederlassen. Warum denn? Weil ich bis jetzt noch keinen Zugang zum Fluss habe und da ein Flüsschen ist. Da ist gar kein Fluss. Doch, da ist ein Fluss. Da am Berg siehst du das. Da ist ein Flüsschen. Ach da, da oben rein. Oben? Ich dachte, das also, wäre also unten bei dir. Also auf dem Färbemittel willst du, oder? Ja, jetzt, ja, aber jetzt das verstehst ist ja direkt, du nicht. Aber das ist ja direkt neben mir in der Stadt. Jetzt verstehst du, warum ich fürchte, dass wir da einen Interessenskonflikt haben ja, könnten. Ja, nee, komm. Also ich kann dir gerne Färbemittel handeln, dann, wenn ich es hab. Aber dazu, nee, ich glaube, das ist nicht gut. So, auch so Vermischung von Kulturen und so, das ist ja alles nicht, Ei! Ei! Oh, weia! Moment! Also, habe ich was schon erfasst? Also, erstmal sind meine russischen Gene natürlich erstmal für jede Kultur eine absolute Bereicherung. Aber unabhängig davon. Ne? Das war jetzt schon. Happig. Nee, also da. Geht's dir denn jetzt da ums Färbemittel? Nee, es geht mir um den Zugang zum Fluss. Ja, aber Fluss ist ja auch. Gibt's ja auch woanders. Ja, wo denn? Sag mir, wo gibt's ja, hier einen Fluss? Ja, da rechts, bestimmt. Nee, kann ich nicht bestätigen. Nicht, okay. Ja, weiter links, vielleicht? Ja, aber da bist du ja. Ja, da bin ich ja. Ja, dann, schlecht, ne? Scheint ja schon, scheint ja so sehr, schwierige Gesamtsituation so. Also haben wir denn, lass uns da erstmal, das ist vermutlich da ist Handlungsbedarf. Max, hast du irgendwelche Bedürfnisse? Nee. Ich habe eine Frage. Ja. In meinem Chat schreibt einer, also eigentlich solltest du jetzt schon 5 Städte haben, Lachsmiley. Ist Quatsch. Ist Quatsch, ne? Das ist in der Phase Quatsch, hat man so 6 bis 7. Okay, ja, dachte ich mir. 5 ist noch relativ niedrig angesetzt. Was ist da für ein Loop, ey? Einfach jedes Feld eine Stadt gründen. Ja. Nee. Okay, also, bei mir ist alles cool. Also, solange niemand ankommt und Stress will, gibt es also keinen Stress. Also, ich würde gerne nochmal meine offene Weltpolitik kurz weg. Also, ich würde sagen, ich habe eine offene Weltpolitik, also tretet mit Handelsdelegationen und freundlichen Darf man Vorschlägen dann mal fragen, gerne an mich ran. Wo ungefähr dich auf der Welt befindest so? Also, ich befinde mich an einem Fluss. Ah! Oh, ach, danke. Da. Vor einem Berg. Hinter einem See. Ja. Gut, so spielen genau wie genau, ja nicht, ne? Das ist ja leider nur mal. Ja. Also, ich habe, es kann sein, dass ich eine sehr abgelegene und schwierige Startsituation habe, die eventuell dazu führt, dass kein Volk jemals Interesse daran hat, meine Städte anzugreifen.
So würde ich meine Gesamtsituation beschreiben. Ja. Ja, weiß nicht, also da mit der Stadt da rechts, ich weiß nicht, Johnny, da müssen wir irgendwie eine Situation finden, die uns da... Also ihr seid jetzt noch am Verhandeln, das heißt, ich kann meine Runde zu Ende machen. Ja, also... Max hat nichts, ihr könnt das verhandeln jetzt. Ja, ja, das stimmt. Quatscht das ruhig aus, aber macht eure Runde zu Ende, verdammt, normal. Ja, also meine Runde ist ja beendet. Ja, ich sehe da jetzt... Ja, ich will einfach nur drauf losschocken. Gibt's oberhalb davon den Fluss? Kann ich mich da weiter langhangeln? Ja, aber da da ist nicht gut. Also würde ich dir nicht empfehlen. Also wirklich jetzt so, weil da ist dann halt nichts mehr. Du gibst keine Ressourcenzone oder so. Okay, also was ich anbieten könnte, ist, dass ich quasi meine Pläne ein Stück weit ändere und ein bisschen weiter rechts siedel. Das. Dann würde ich allerdings natürlich das sehe ich dann auch schon als entgegenkommen. Was heißt denn? Also ich war da noch nicht rechts groß weiter. Kann da ja mal mit meinem Bogenschützen mal angehen. Nee, die Umstände musst du dir jetzt nicht machen. Ja, ich hab ja ein paar. Ach du, bleib ruhig da, wo du bist. Jetzt mach dir da mal nicht so viele Umstände. Ja, sind immer so kindisch beim Ziff zocken? Kindisch? Wieso? Ja, also das ist ja schon ziemlich unerfüllbar, ne? Finde das schon kindisch, wie ihr da... Könnt ihr nicht einfach sagen, was ihr wollt, ihr dummen Pisser? Das ist geil. Was? Dann hast du jetzt einfach eine Stadt gegründet? Hä? Ich hab doch gerade gesagt, dass ich dann weiter rechts die Stadt gründe. Das meine ich. Ja, ist da so viel... Und so entsteht dann Konfliktpotenzial. Wofür rede ich denn mit dir? Das ist wirklich eklig. Bei uns auf der Waldorfschule... Da hat man erstmal den anderen aussprechen lassen und jeder hat gesagt, was er denkt, Mensch. Weil man das natürlich auch nicht formuliert. Habt ihr nicht getanzt, was ihr denkt, oder? Okay, das gibt Krieg. Ich kann auch Fick dich tanzen, Johnny, oder Krieg. Oder Kriegswagen, Armee, Spam. Ja, schick mir bitte ein Twitter-Video davon. Gerne sehen. That escalated quickly, ja, my gut. Friend. Nee, vom Bildungsstand. Ich möchte bemerken, dass das gerade ein Witz war. Okay. Ha! Ja, nicht, dass jetzt wirklich heißt, auf einmal rückt der so an, so. Du hast gesagt, geprägt, du wolltest es tanzen! Du wolltest austanzen hier! Lass es uns austanzen! Dance Battle. Ja, wie ist es so hart verkackt, wie ich glaube, wie es verkackt. Nee, okay, dann hast du da die Stadt, ja, dann hast du die anscheinend so. Machst du noch ja, wie? Aber das belastet jetzt nicht unsere Beziehungen, oder? Nee, das brasilianische Reich fragen, wohin die Siedler Reise wandern, geht. Weil das im internationalen Interesse ist. Wohin gehen die? Die Siedler? Ja. Plural? Habe ich Plural da vernommen? Übrigens, das brasilianische Reich im internationalen Interesse möchte ich Sie darauf hinweisen, dass Sie schon wieder sehr lange brauchen. Junge, es ist auch... Das Maß ist voll! Also hier steht Warten auf Feld auf Platz. Hey. Ich weiß nicht, wer das ist. Ich weiß nicht genau, was der Max macht, aber der beendet seine Runde immer ganz sneaky, erhöht den Druck und hört dann auf. Ja, ja. Und dann, so, jetzt habe ich Zeit. Okay, der Rat ist ja schon beendet worden. Ich hoffe, jeder hat sich ein kühles Getränk mitgenommen und wir sehen uns in 20 Runden. 20, ja. Ja, ich habe das minus. Gefühl, ja. Also Kevin, nochmal, ne? Ja. Wir sind fein miteinander, oder? Warum denn jetzt? Ich dachte, ich hatte eben gesagt, das ist in Ordnung mit der Stadt. Ich weiß. Ja, dann sind wir doch keine Feinde. Ich habe gesagt, wir sind fein miteinander. Ach, fein. Alter, so entsteht's, Freunde. Wir sind dann Feinde, ne? Ja, ja. Was? Ja, können wir gerne. Klar, machen wir. Machst du zuerst oder soll ich? was? Ja. Da los ist hier. Ja, so ist der Erste Weltkrieg ausgebrochen. Wir sind dann fein. Wir sind Feinde! Dann Feinde, ne? Richtig gut, ey. Dani, ja, da komm, ne? Mach. Ich muss hier erstmal gucken, dass das hier weitergeht bei mir. Sag mal, auf Unis und so, da muss man auch Leute drauf haben, oder? Nö. Nee. Aber wenn man welche drauf hat, bringt das mehr oder wie ist das?
Das weiß ich auch noch nicht ganz genau. Also irgendwie, du hast ja nachher mit jedem Gebäude kriegst du ja einen Bürgerplatz mehr auf diesem Dingens. Und irgendwas musst du dir ja schon bringen, ja. Aber was weiß ich jetzt auch nicht. Das steht irgendwie nicht. Hey Max, so, ich sehe mal eine Einheit von dir, die kein Speer ist. Hey! Grüße! Ich weiß nicht, ob das ist. Ist das jetzt denunzieren oder. Oder ist das einfach nur... Vielleicht verstehen mit, oh, ihr habt auch andere Einheiten außer schwächliche Speer. Ja, genau, deswegen. Ja, nee, da liegt ja jetzt schon wieder ein Missverständnis vor. Ei. Du hast aber ein Talent dafür, mir die Sachen vor der Nase wegzuschnappen. Wenn du zu langsam bist. Ja. Wenn du zu langsam bist. Ist das jetzt denunzieren, oder? War deine Mama nicht. Ja, gut. Alles klar. Warte mal. Eine sehr, sehr genüssliche Situation, möchte ich sagen. 1, 2, 3. Oh! Ich hab die Falschen geschickt. Ah. Den Speer behalte ich mal hier unten, falls wir Barbaren spawnen. Sollte ich darauf gehen? Hängende Gärten. Das Feld ist kacke. Oder? Es ist erstmal. Ich glaube, ich baue hier hängende Gärten. Ich könnte halt auch Kriegswagen spammen und irgendwie gegen Amsterdam mal Bürger auf Uni bringt Wissenschaft. Weiß nicht. Give it a try. Wo ist hier... Ah, da ist ein Barbarenlager. Umdrehen. Machen wir weg. Okay, der baut hier alles voll. Du drehst mal. Bin mir da noch nicht so ganz schlüssig. Oder? Zwei Wissenschaft. Wir sehen uns nächste Runde. Warum sollte ich meine dritte Stadt jetzt unbedingt bauen? Warum genau? Ach so. Nochmal zwei. Doppelt so viel. Dann lassen wir die mal da, ne? So. Ziegelrad würde zwei Wissenschaft bringen. Was? Ja, aber ich bräuchte... Nee, ich leg die mal schlafen, weil ich habe gerade eh keine Bevölkerung. So, den wollte ich noch unverfrachten. Ei. Hat ein anderes Grün als das. Ein bisschen Gold. Oh. Da ist wahrscheinlich dann Wasser. Ich muss nach hier. Ich muss darüber. Hier stay. Warten auf. Oh. Wie bitte? Nichts. Alles gut. Hä? Habe ich meinen Zug nicht gerade schon zu Ende gemacht? Ah, nee, das war's. Nee, das ist schon der nächste Zug. Ich kann doch aber auch einfach Amsterdam einnehmen, anstatt immer neue Städte zu gründen, oder? Alles gut. Eieiei. Sind sie schon wieder die Barbaren? Hängende Gärten. So. Oh, das muss ich auf jeden Fall. Wie ist denn das hier? Der hat schon 6 Bevölkerungen mehr als meine Hauptstadt. Tschüss. Einfach weil die Nahrung da so böllert, ne? Aber hier böllert halt die Uni. Gut. Okay, das Hallo mit den Städten verstehe ich, aber ich würde Hallo. Einfach auf Amsterdam Was halt losgehen. Geht ab? Wollen wir handeln? Wo bist du?
Das sind sehr viele Fragen jetzt. Was passiert da oben so? Erzähl mir ein bisschen was von der Landkarte. Was erwartet mich da? jetzt disst ihr euch schon gegenseitig von wegen Sith-Challenger. Tundra. Okay. Das hätte ich jetzt nicht gesagt. Tundra macht nördlich doch keinen Sinn. Ihr kleinen Lügenbarone. Hä? Nee, doch, natürlich. Tundra ist nördlich Sinn. Südlich und nördlich sind immer Tundra. Immer. Philipp der Zweite hat darum gebeten. Jetzt hat er weggedrückt. Ich wollte die gar nicht. Ach. So, wird forschen mal einen Bogenschützen? Ja, ne? Ja, ihr seid ja hier unten echt gut kuschelig zusammen, ey. Oh ja. Richtet einen Handel. Ein der geilste. Schon, das bringt nur eine Runde. Bürgerplatz. Bogenschützen brauche ich aktuell nicht so, ne? Empfehlen. Ritter, 8 Runden. Handelszentrum. Er bringt halt Money, ne? Wer ist das? Ach, Stay, hallo. Da hab ich dich jetzt irgendwie nicht erwartet. Hä? Ne, hier oben bin ich auch noch zu Besuch. Ich bin ja hier noch erkunden. Okay. Aber was ist das für eine Stadt? Kaserne. Und komische Umrandung, die passt irgendwie zu deiner Farbe. Nee, das ist meine. Winneville, oder? Achso, meine zweite Stadt, ja. Da oben eine Stadt hättest du nie, dann bist du überall. Ach, du bist da unten irgendwo. Wer jetzt? Du. Ja. Also deine Hauptstadt ist eher südlich von mir, ne? Ich will nicht so richtig, also, Johnny, normal. Entschuldigung, Johnny, meine Ketzer. Ich hab's nicht so mit Himmelsrichtungen, sorry. Hä? Oha, das war ein Afro! Krieg! Afro! Katapult. Ob du südlich bist? Wie war ich bin ja eher so der nördliche Typ. Das ist ja mal eine Antwort. Alter. Bronze ist der Spiegel der Frau. Jetzt macht er hier Krieg. Eine starke Wirtschaft. Ich glaube, ich hole das jetzt einfach ab. Okay. Warten auf Stay. Habt ihr so viele Stadtstaaten schon so getroffen? In dieser Runde tatsächlich gar nicht so viele. Hab hier nur Puzzle und Candy. Ist beide scheiße. Ja, ich frage mich, wer das Tech-Ding hat, so. Der Tech-Stadtstaat ist halt echt. Strong, ne? Jetzt Genf oder wie? Genf, ja, ist der Stadt. Man, um den haben wir das letzte Mal echt Krieg geführt. Viel Krieg geführt. Wegen Genf wurde letztes Mal Krieg geführt. War schon nicht ohne, ja. Die guten alten Zeiten, ne? Ah, waren das schön. Könnt ihr euch noch erinnern? Ja. Damals. War schön. Noch als ich dann über Kevin drüber gerappelt bin. Das war nicht schön. Scheiß Kosaken, ey. Oh Gott, das steht mir hier auch bevor. Oh mein Gott, ey, ihr müsst... Oh Gott. Also ich weiß jetzt gar nicht, wovor du Angst hast. Also falls wir irgendwann in der Zeit einer Kombo Kosaken am Start sind, dann könnt ihr schon mal die Mauern hochziehen, ey. Ach. Hast du da noch eine Stadt genommen? Was? Voronezh? Ist das dein Ernst? Das ist doch gar nicht jetzt bei dir. Ja, na, ich sehe das doch da. Das ist doch hier. Ja, ich weiß, aber das ist doch nicht bei dir, da muss ich dich doch. Also, hallo? Ja, also ich darf doch. Der PC hätte jetzt gesagt, ja. Wir beruhigen uns erstmal. Wir beruhigen uns erstmal ganz kurz. Das magst was da ist denn jetzt das Problem? Das ist ja auch vor seiner Haustür. Ach, ja, das Regeln war in zwei Runden, jetzt haltet doch mal bei die Fresse. Ja, da bin ich ganz bei ihm. Ja, stimme zu. Was ist das denn? Ach, das meint er. Ja, haha.
Ja, wie? Aber haben wir ja territoriale Unstimmigkeiten? Nö, alles gut. Ach, das ist gut. Nö, alles gut. Ja, willkommen, mein Lieber, willkommen. Sag ich da nur. Also, ich habe ein Kommunizierungsproblem. Ich check nicht, wie das geht. Kann mir das mal jemand in meinem Chat hier bitte erklären? Ich kann da nur an alle schreiben. Ja. Ach du. Ja. Was will er denn jetzt? Wohnraum benötigt. Ups. Also, Leute. Max, die bauen dich zu, ja. Ich hab ja hier Amsterdam und dann kann ich ja nach hier. Ich weiß halt nicht, wie ich dem antworte. Geh nicht. Ah. So, ich hoffe. Oh. Noch eine Stadt? Ich höre immer so alle zwei Runden. Noch eine Stadt? Was ist denn da unten? Haben wir da eine Überbevölkerung? Also, hier wurden schon drei Städte gegründet von Russland. Moment, also ich begann das Ganze ja mit der Sage. Und da oben waren Färbe. Du wolltest eine Stadt rechts zurück. Ich habe gesagt, ich gehe jetzt hier auf Expansionskurs und wollte die Grenzen abstecken. Nur das haben wir doch getan. Keine meiner Stadtgrenzen ist an einer deiner Stadtgrenzen. Ich respektiere doch den territorialen. Ja, klar, wenn du Städte komplett um mich rum baust, dann. Um dich herum? Du hast doch wirklich viele Möglichkeiten, dich Richtung Westen auszubreiten. Ja, da ist doch Max. Ah. Ja. Das wusste ich nicht, das tut mir leid. Das ist ja ärgerlich. Das verstehe ich jetzt nicht, wie kann das sein? Oh lol, was ist das denn? Skünden! Eieieiei. Sechs rum. Fucking andere Kulturen schicken mir schon wieder Warnungen und blocken meine Entscheidungsfähigkeit. Weizen hier muss ich aber echt viel. Mit meinem Speer gerade so durch, du. Weizen habe ich viel. Das meine Stadt braucht auch Nahrung. Tut mir leid, ich muss da nur vorbei. Was ist das hier? Also, ich ziehe schon mal meine Truppen zusammen. Will er hin? Eieieiei. So. Dann würde ich für Gold irgendwann mir einen schönen Katapult gönnen. Wo ist denn hier der Barbar hin eigentlich? Naja, also Leute, ihr könnt gerne irgendwie mich flamen über meinen Spielstil, ist in Ordnung. Ich sehe das alles nicht so eng. Ja, ich spiele das erste Mal, das zweite Mal Civ. Und Schluck trinken, ja, das ist mir ganz schön. Soll keine Entschuldigung sein, aber dann nehme ich mir so ein Flame nicht so zu Herzen. Ach, brisant ja alles. Ich bin ja Semi-Pro, klar. Also, es tut mir wirklich leid, wenn ich dir da scheinbar Sorgen bereite, aber... Ja, du hättest ja mal eine Briefing-E-Mail schreiben können an alle. Von wegen, ich hab doch extra... In CC an Brasilien. Genau. Ich hab doch extra im Rat der Nationen darüber verhandelt. Da ist der State auch mein Zeuge. Ich bin Zeuge, ja. Ich bestätige das. Er hat wirklich irgendwas gesagt, was ich kaum verstanden habe. Ja, und genau. Max... Max hält's da noch. Max hat das auch. Ich kann bestätigen, dass Max das auch gehört hat. Was denn? Sag ich doch. Ich habe doch hier extra noch darüber geredet, dass jetzt ein kleiner Expansionskurs folgt, oder? Das habe ich mir noch nicht eingebildet. Setzen wir uns jetzt nochmal zusammen eigentlich, oder? Ne, wir warten. Ja, es gibt, ich glaube, es gibt noch nicht... Also wir können gerne nochmal reden.
Ja, also wenn Vada reden möchte, dann bin ich natürlich immer bereit. Ja, ich weiß jetzt nicht so wirklich. Warte mal, ich muss jetzt... Nee, ich kümmere mich um meinen eigenen Scheiß. Das ist erstmal keine gute Einstellung. Das war eine Affront, oder? Situation auf dieser Welt. Ich kümmere mich um meinen eigenen Scheiß. Ist sowas wie Nordkorea. Okay. Hat also, aber recht, Patrick. Das hat er jetzt gesagt, ne? Sagen. Ich finde das übrigens durchaus Russland. Ich weiß, wir sind ja oft verschiedener Meinung. Aber ja. Ich würde jetzt ein Abkommen aushandeln. Ich brauche hier Produktion. Was mir die Möglichkeit gibt und ihnen die Möglichkeit gibt, offene Grenzen zwischen euren unteren Nationen. Fünf Runden, ey. Ich brauche einen Handwerker. Zu bestimmen. Ja. Damit ich ungeschadet alles durchqueren kann. Ich bin natürlich immer an Dingen interessiert, die uns beidseitig weiterhelfen. Darum habe ich ja auch extra als einziger Nation, also ihr seid die einzige Nation, die ihr könnt, also wenn ihr mich finden würdet, könnt ihr durchgehen. Ja, das ist ja super. Ja, finde ich auch. Eventuell ist es auch von Vorteil, dass ich Handelswege nur mit, also es gibt ja auch Möglichkeiten, Handelswege aufzubauen und da ich Ägypten bin, ist das sehr interessant. Das stimmt. Das stimmt. Das wollte ich also, immer so noch. Mein Plan ja, wäre jetzt, ich Leute. Ich habe einen kleinen Gegenvorschlag gehabt, dass ich hier Amsterdam wegmache. Beziehungsweise für mich nehme. Ach, ist immer wieder herrlich. Und halt irgendwie gucke, dass ich hier Produktion ankurbel und hier Nahrung. Das sieht schon sehr vielversprechend aus. Oder? ich würde dann noch einmal einen Gegenvorschlag draus machen. Ja, ja. Damit wir einfach dann beende ich meine Runde doch. Einfach nicht. damit das sauber läuft. Ja, ja. Ich bin ganz ein weiterer Ohr. Gegenvorschlag ist zurückgemacht worden. Damit es fällt. Ja, wir sind nah an einer Einigung, würde ich sagen. Wir sind sehr nah dran, finde ich. Aber da müssen wir nochmal kurz über die Modalitäten. Wir können ja nochmal, ja. Ja, wir sind, ne? wir sind ja alle Menschen. Aber so bin ich einverstanden, sag ich. Ohne nochmal drüber schauen zu müssen. Ne? Also, ich habe gerade mit meinem Finanzminister noch gesprochen und würde das auf diesen Wert festlegen wollen. Problem ist, der Finanzminister sagt mir, was bei Ihnen in der Kasse ist. Vielleicht diskutieren Sie mal mit dem. Mein Finanzminister, nur weil Sie den nennen, haben Sie meinen Finanzminister gerade behindert genannt, nur weil der den Rollstuhl sitzt. Ja, also ich denke, ne, bevor jetzt... Können wir uns da nicht drauf einigen jetzt? Ja, doch, klar, da. So, Hand drauf und durch ist das Ding. Absolut, werden wir dann nochmal einen Gegenvorschlag rausnehmen. Worüber redet ihr? Sagen können, es ist fair. Die machen einfach, damit wir sagen können, lass uns doch einfach mal sowas machen. Das ist doch okay, wir sind beide am Profit gemacht. Ja, ich schlag darauf ein. Hab ich ja, ich habe es sagen. Vielen Dank. Ist für mich in Ordnung. Sieht gut. Ja. Ja, ich hoffe, Ihnen gefällt die Reise. Vielen Dank. Sehen Sie nämlich auch mal ein richtig schönes Land, ne? Sie haben jetzt die anderen auch durchreist. Ja, also gerade die Ghettos in Brasilien. Favelas nennt man die hier. Favelas. Das ist nicht ein Gericht? Nee, das sind. Scheiße. Wie essen die denn? Nicht unlang. Ich weiß nicht. Gold ist besser, ne? Ah, nee. Nahrungsproduktion. Oh nein, ich habe gerade so einen Fehler gemacht. Ich mach mal neue Siedler. Ich bin gerade eins Feld weitergezogen mit meinem Siedler. Auf einmal steht ein gegnerischer Barbar vor mir. Ei. Ich hab den nicht gesehen, ich konnte einfach nicht reagieren. Ah, das ist also Haselhorst. Warte mal, ich kann den doch einfach dahin ziehen. Wie bitte? Ich kann den. Scheiße. Hab ich schon wieder Beschwerden über Städte gehört? Scheiße. Ich kaufe mir Hallo? Katapult in. Ich war in dem Moment leider selbst am Drehen, also konnte ich das nicht ganz verstehen. Die Meldung hier nicht weg. Achso, einfach nur draufklicken. Hallo? War da? Stadtmauern, denke ich. Wird der schlecht? Max? Das könnt ihr jeden Moment... Ja. Was denn? Man hört mich doch, oder? Ja, ja, ja. Ah, der ist outtimed. Das erklärt. Ich bin mit dir kriegt. Jungs, ich bin immer... Es ist 24-7 bei mir die Qual der Wahl. Ja. Das ist echt stressig. Vor allem, weil die scheiß Ische mir einfach 10 Sachen empfiehlt.
Ja, also Vada scheint Probleme zu haben. Hi. Ich muss ihn wahrscheinlich nochmal reinziehen, wa? Oh, das war am falschen. Sieht mich wer in den Channel. Ach. Ja. Ja, da bist du ja wieder. Ja, das erklärt auch, warum du mir nicht geantwortet hast. Ich dachte schon, wir wären in neuer Eiszeit unserer Beziehung. Ja, was willst du denn? Du hattest irgendwas mit Steppen gesagt und dann hatte ich es nicht gehört. Das ist ja schon Stunden her. Ja, du warst ja dann auch DC. Nee, war eben gerade erst. Ich habe übrigens auch jetzt gesehen, dass du hier oben ja doch noch Platz zur Expansion hast. Das freut mich sehr. Ich hatte wirklich Sorge. Ich würde dich da tatsächlich. Naja. Ach, Leute. Aber den scheint ja nicht so zu sein. Nee, ich baue da schon noch. Alles gut. Können wir jetzt bitte die Runde beenden? Das wäre super. Ach so, ja. Entschuldigung. Meine Fresse. Ei. Regierung. Warte mal. Geht das sich eigentlich auf? Nee. Gold durch alle. Nummer Stay, ne? Nur so als kleine Sache. Ich musste da an deinen Speer vorbei gleich einen Siedler schicken, ne? wo? Da unten? Ja. Die Snack, ja, das ist kein Problem. Ich bin hier nur. Oh ja. Lol, was ist da denn? Ich dachte hier das Großrussische Reich. Warum sind denn hier zwei Barbaren? Ja, Großrussisches Reich plus Zuwachs von außerhalb, ne? Wir lehnen Flüchtlinge ja nicht ab. Wir sind ja keine Unmenschen. Warum haben die denn Keulen dabei und schleudern? Du, hör mal. Warum haben die denn Keulen dabei? Wie hat der Mann das in Amerika da gesagt? Also, das sind wie Smarties und die einen haben Coin und die anderen nicht, ne? Die du siehst, haben Coin. Und schleudern. Kannst du gerne angreifen, wenn du willst, ne? Mein Spion ist leider nur sein GPS dabei. Hey. Einer der nutzlosen. Naja, der hat halt nur sein Pinhas und sein GPS dabei. Ja, gut. Boah, eigentlich könnte man doch hier. Ich habe ja hier eine Anbindung ans Meer. Das ist ja eigentlich perfekte Verbindung nach Ägypten. Handeln. Ah. Ich weiß nicht, wer Ägypten ist, aber. Achso, das bin ich, lol. Ja, hey, Junge. Natürlich. Manchmal muss man, ja, wenn Handelswege. Muss ich dich mit Steopatra ansprechen? Ja, am besten. Ich wäre natürlich einem Handels. Abkommen nicht abgeneigt, aber erstmal müssen wir die Grundsätze unseres Vertrauens zusammenarbeiten. Okay. Eine Delegation hatte ich ja schon mal geschickt. Ja, wo ist mein Gold hin? Ich denke, ich hab das Feld gebaut. Wenn man durch ein Handelsabkommen mit mir macht, könnte sich durch eine kleine Goldschenkung eventuell manifestieren. Ja, naja, mal gucken. Minimal. Also es muss nicht viel sein. Wir reden von einem dreistelligen Betrag. Ich bin nicht Rom. In Gold. Ja. Wenn du Rom wärst, hätte ich auch erstmal meine kleopatranischen Brüste spielen lassen. Achso, ja, stimmt, aber ja, warte. Ich komme da nicht durch. Oh, ich trottel. So. Johnny spielt jetzt hier Freundschaftskarte aus. Okay, hier ist halt dicht. Die bauen ja alles ein. Ich finde halt diese, also ich muss sagen, ihr habt ja alle die Trump-Politik am Start, kann das sein? Wieso? Was? Also hier werden einfach Bereiche abgezäunt. Das ist interessant. Hier wird erstmal gar nichts abgezäunt. Das ist ich alles. Merke einfach immer wieder, wie ich mit meinem Speer an eine Stelle komme, wo es nicht mehr weitergeht. Ja gut. Ja, dafür kann man ja auch dafür gibt Grenzen, es ja, da gibt es ja offene Grenzenverhandlungen. Also du kannst ja mit denen verhandeln und sagen, hey, wie wäre es denn, wenn du mich da durchlässt, kostet 100.000 Gold. Okay, also, wann machen wir jetzt nochmal Rat der Nation oder war das schon? Ich hab's verpasst oder wie ist das? Ich würde bei Runde 50 würde ich dann nochmal einen allgemeinen Dialog ansteuern, weil ich glaube, da haben wir viele Sachen, die hier gerade im Raum stehen. Ja, dann vorab vielleicht, Kevin, kein Schritt weiter. Okay. Also vielleicht sollten wir dann doch jetzt den Rat der Nation machen. Alles klar. Warum also, denn kein der Rat der Nation ist einberufen, spontan, weil es hat sich hier gerade ein bisschen knisterig angehört. Ihr könnt natürlich trotzdem eure Züge machen. Ne? Ich bin ganz so. Worum geht's denn diesmal? Also vielleicht ist das jetzt überstrapaziert von mir, aber das ist hier auf jeden Fall. Also ihr kennt das ja vielleicht. Die Privatsphäre beginnt bei 30 Zentimetern. Ja. Und das hier sind jetzt 10. Oh, Kevin. Und
Aber du hast halt nicht gefragt, du hast keinen Dialog gesucht und kommst hier einfach her mit militärischen Einheiten. Ja, gut. Nein. Die gelevelt sind, wo ich mich frage, was ist die Absicht? Ich meine, ich höre da viel Zicke-Zacke mit Johnny, du hast eine neue Stadt gegründet. Und auf einmal kommt er halt zu mir, wo ich mir denke, huh, vielleicht hat er gemerkt, da kommt er nicht mehr weiter. Und dann will er jetzt bei mir Action machen. Nee, oder Städte gründen. Also ich hab halt, er ist ja jetzt auch nur eine Hypothese von mir. Nee, also um das aufzuklären, also ich habe einfach momentan halt keinen Speer in dieser Region. Und du, ich hab dich ja schon... In dieser Region? Ah. Ja, in der Region Hazelhurst. Und ich hab ja... Ja, aber da hast du doch zwei Städte, also ich meine, da... Ne? Ja, aber wenn du einen Handwerker schickst, wäre es mir egal. Ja, aber nee, da schickt ja kein Handwerker zum Scouten. Wenn ein Barbar kommt, ist er ja sofort weg. Deswegen muss es halt eine... Nee, das ist nicht richtig, Barbaren. Aber okay, Moment, andere Moment, Frage. Moment. Warum willst du denn unbedingt... Erstmal ist das nicht richtig, habe ich gehört gerade. Ja. Was? Von Cleopatra. Handwerker werden nur von Speeren eingesnackt und nicht von normalen Einheiten. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ah, ja, jetzt keine Ahnung, weiß ich auf nicht. Auf eine Information. Ist das... Festgenagelt! Ist das das erste Mal, dass du dich auf Informationen vom Hörensagen gerufen hast? Nee. Ja. Kann es sein? Ich möchte nur mal... Ja, kann sein, dass... Moment, ich muss mich zurückhalten. Eventuell kommen da gerade alte Business gebunden werden. Nee, also ich würde jetzt einfach sagen... Also ich würde einfach gerne nur mal so gucken, was da los ist. So, also so nur mal warum? So, ja, na warum nicht? Man darf ja mal so vorbeischauen. Warum nicht? Vielleicht stört es mich. Und ja, es stört mich. Ja, ja, gut. Das ist Spandauer Territorium. Es geht hier nur weiter in den Westen nach Falkensee und da willst du nicht hin. Also du möchtest mir jetzt sagen, dass dieses freie Land, was dazwischen dein... Hier ist kein freies Land. Wir warten auf Kevin. Also da ist aber freies Land zwischen den Städten. Nein, woher willst du nur das wissen? Das stimmt nicht. Da geht doch vor mir. Also ja. Zwei Felder, die ich gucken kann. Siehst du, zwei Felder. Wir waren bei 30 Zentimetern. Ja, wie viel sind denn Zentimeter? Das sind doch dann 20 Zentimeter. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie die Umrechnung von Feld zu Zentimeter... Okay, also du willst mal gucken, freies Land. So, freies Land ist ja schön und gut. Aber mich würde interessieren, warum willst du da gucken und was passiert, wenn du durch bist? Ja, dann gehen wir zurück. Ei, ja, warum willst du dann überhaupt hin? Ja, dann, ich will mal gucken, wie so deine Stadt aussieht. So, mal gucken, was so... Warum denn? Ja, das ist doch interessant. Nee. Das ist Informationsbeschaffung. Das ist wie im Kalten Krieg. Nur offensichtlich. Also der Kalte Krieg war jetzt auch relativ offensichtlich, ne? Ja, aber also... Also weiß ich nicht, ne? Ich habe das Gefühl, dass Kevin heute also sehr oft aneckt. Und das kann jetzt nicht nur an anderen liegen. Ja, wahrscheinlich, weil hier... Ich weiß es nicht. Also, ich war ja die ganze Zeit auf Kevins Seite, ne? Aber langsam mach ich mir da ja auch Gedanken zu. Ob der heute irgendwie ein bisschen aggressiver ist als in den letzten Spielen. Ich bin heute mega gechillt drauf, Leute. Okay, aber aha, wenn du sagst, du fühlst dich hier bedrängt, dann geh ich zurück. Ist in Ordnung, ist okay. Ich möchte deine Privatsphäre natürlich respektieren. Tschüss. Da freuen wir uns doch alle. Eine friedliche Lösung. Das war doch mal ein Dialog, der zu einer Kompromiss... Ja, das... Hab ich hier da kann man aber klatschen. Die Weltreiche sind begeistert von eurer... Ja, die beiden Weltreiche. Und eurer Kompromissfindung. Hat mir sehr viel Überwindung gekostet. Ja, sehr viel. Zu Recht auch. War schon hart. Aber du gehst. One does not simply betritt Spandau. In dem Sinne. Bist du Spandau, bin ich ja gar nicht gekommen. Ja. Ich habe ja hier nur Hass und Aber Hass gehabt. Du wirst ja auf der Autobahn schon angehalten und gesagt, wo wollen sie eigentlich hin? Jo. Und das war in dem Fall Officer Max gerade hier. Officer Blood. Nun gut. Wir warten jetzt hier übrigens auf die nächste Lösung der Probleme. Oh nein, jetzt ist mein Speer tot. Okay, wenn das fertig ist, kann ich hier einen Katapult bauen oder zwei, dann renne ich hier rein, dann ist gut. Und hier muss ich halt gucken.
Hier muss ich halt gucken. Dann habe ich die dritte Stadt und dann geht es nach hier weiter. Auch wenn hier halt doof ist wegen Schnee, ne? Also die bauen mich schon ziemlich ein. Ah, was ist hier? Ah, er hat hier auch noch eine Stadt. Der hat vier Städte. Also da bin ich echt hinterher. Vielleicht sollte ich auch hier einfach jetzt eine Stadt gründen. Ich glaube, das mache ich. Hier ist halt viel Fluss. Ist in Ordnung. Luxusgut. Bonus, oh, ja. Nicht recht. Aber ich weiß es nicht. Wieder Party. Aha. Ja, dann kann der Speer aber ja auch woanders langlaufen, oder? Hä? Hi, was ist da denn los? Der, was ist denn jetzt hier passiert? In der Nähe von Curitiba, da sein Unwesen treibt und jo, der ist da seit 10 Runden und kommt nicht mal raus. Ja, doch, hier ist alles zu. Ja, na, doch, du kannst. Nee, jawohl. Nee, ja. Das ist ein Berg. Ja, dann musst du nach oben. Also man könnte es auch anders darlegen und sagen, du hast mich zugebaut. Aber Moment, dafür wurde ich doch eben kritisiert, dass ich das angeblich bei Kevin getan habe. Da würde Kevin das doch niemals bei wem anders machen. Was sind denn jetzt hier so viele Barbaren? Ich verstehe das nicht. Scheiße, ey. Gut. Hört sich sehr knifflig an bei euch. Mittlerweile. Ich muss das ausbauen. Nahrung ist hier, das ist, ne? Non plus ultra. So. Und Ey, ich muss da jetzt rein. Ich muss da jetzt anfangen. Ich muss schnell jetzt eine neue Stadt haben. Ja, ich glaube, das ist gut. Wenn ich hier jetzt... Ne, wenn ich hier das jetzt ausbaue, kriege ich da auch mehr Nahrung. Dann geht es hier mal wieder ein bisschen voran. Baue ich jetzt aber Katapult und baue jetzt hier dann demnächst Kriegswagen, nehme Amsterdam ein. Danach gucke ich, dass ich vielleicht noch eine Stadt gründe. Oh ne, ich sollte hier jetzt schon einen Siedler bauen. Oh, nee, hier geht's schneller. So wie ich kann doch einen Siedler kaufen, oder? Entschuldigung. Auf jeden Fall keine Siedler und hier eine Stadt gründen, glaube ich. Wie geht's dir eigentlich so? Oder ich Es ist sehr, ja. Gut. Hat einer von euch schon Griechenland getroffen? Alles ja. Also sind wir eher so bei dir in der Ecke, sagst du? Obwohl, nee, eigentlich nicht. Die sind ganz im Osten. Ich weiß nicht, wieso ich die getroffen habe, aber ich habe mit denen Karteninformationen getauscht. Geistesgegenwärtig. Wie kann man das machen? Was muss ich dafür erforschen? Das musst du nicht erforschen, das machst du automatisch, wenn du die... Aber nur die Hauptstadt, du meinst jetzt, oder ganz komplette Karteninformationen? Katapult. Also du kannst ja gucken, wo deren Hauptstadt ist, aber nicht doch zwei. Alles, oder? Ja, nur die Hauptstadt, Siedler? Aber das, okay. Da kann ich halt sagen. Und wie macht man das, wenn man eine Freundschaft hat, oder was? Nee, das ist gleich, das bieten die dir am Anfang an. Ja. Also es kann sein, dass du das nicht machen kannst. Das bieten die dir ganz am Anfang an, wenn du... Nur ihr könnt meine Gedanken hören, die nicht. Ich habe einen Speer von denen getroffen, darum kann ich das sagen. Okay. So, kann ich jetzt hier mal langsam durch? Ja, ja irgendwie sind hier die Reiter der Barbaren ganz schön stark. Alter. Scheiße. Brauche ich doch vielleicht mal deinen Bogenschützen. Vielleicht ist das besser, ich habe hier genug Nahkämpfer. Ups. Ja, Bogenschützen. Wobei die Wagen halt echt geil sind, ne? Aber ich glaube, Bogenschützen sind da schon... Schleuderschützen, meine ich. Oh, und da fällt mir ein, vielleicht sollte ich jetzt einfach eine Runde kurz die Bogenschützen erforschen.
So, der ist weg. Ja, das habe ich mitbekommen. Gut. Alter, ist das eine verfahrene Situation hier, um jetzt diese Barbaren? Nicht ohne. Oh, danke für den Sub, Gamer Brother. Ja, unter. Ich weiß nicht, ob ich hier schon eine. Ich glaube, wenn ich hier eine gründe, bin ich hier stärker an der Front zu Kevin und Johnny. Und wenn ich hier runter gehe, ich glaube, also Stay ist ja da oben. Das heißt, hier unten ist halt nichts. Höchstens dann nochmal irgendwann Johnny. Aber hier ist halt auch Tundra, ne? Hier ist halt nichts. Deswegen ist, glaube ich, hier die Stadt zu gründen und Amsterdam. Darf ich dieses einzunehmen, als bin ich schneller Fragestellung auf 4. Oder als Freiburg, können wir weitermachen? Als, ja, ich frage mich auch. Oh, Entschuldigung. Max scheint ja völlig außer Rand und Band. Ist einfach ein gewissenhafter Civilization-Spieler. Das hier ist auch so ein Ding, wo ich mich frage, ob das gut ist. Wohnraum allen Städten mindestens zum Beispiel. Gold für Handelswege. Goldboost. Kann ich schon zwei Händler? Nee. Ja, ich glaube, das ist halt so nice. Produktion für Nah- und Fernkampfeinheiten der Antike und Klassik. Das ist doch nice. Den geht auch keiner. Alter, was ist denn los so mit schneller. Denen? So, wo waren wir? Sägewerk. Ich mache halt vieles so nach Bauchgefühl, weil dafür habe ich einfach nicht die Spielerfahrung. Verteidigung, das ist, glaube ich, gut. Hier unten, Johnny hat aber auch schon mal bessere Tage gesehen, oder? Baut ein Lager. Ehrlicherweise ist er schon seit 10 Jahren da am Kämpfen, aber jetzt ist wohl langsam Schicht im Schacht, sag ich mal. Hm. Ja. Das sieht nicht gut aus. Da bin ich ja den bei dir. Den lasse ich hier, falls ihr Barbarencamps kommt. Aber ich sehe jetzt auch nicht genau, wie man das Problem lösen könnte. Hier würde ich dann den nächsten da drauf setzen. Das heißt, das baue ich jetzt aus. Weil ich habe ja auch meine schöne Wassermühle, da sind die ja besser. So, und hier. Hier geht es halt richtig ab. Haselhorst ist Spandau am Überholen. Das ist irgendwie. Aber Produktion ist halt bei Spandau. Weißt du, da haben wir die Handwerker. Ja, ab und zu leckt es. Tut mir leid. Das liegt hier am Rechner. Das ist nicht mein Rechner. Boah, Alter. Ach nee. Ja, die Anzeige stimmt ja aber auch lange nicht mehr, ey. Okay. Und wenn Sägewerk fertig ist, kann ich hier demnächst dann halt. So, setzen. Wie sieht der Zug aus? So. Jo, in der nächsten Runde sind wir in Verhandlungen, oder? Wir leiten jetzt erstmal wieder genau das Tribunal ein. Und erstmal allgemein, irgendwelche Fragen, irgendwelche Unklarheiten, irgendwelche Befindlichkeiten? Ja, der extrem vom Barbaren belagert. Mhm. Ich wollte an dieser Stelle einfach mal Max dafür gratulieren, wie gut er in, bei Wissenschaft aussieht. Dankeschön. Das ist beeindruckend. So, komm nicht von irgendwo, ne? Was macht denn Timo schon wieder hier? Timo, oh, der setzt Barbaren. Der setzt schon wieder Barbaren. Das ist richtig gut, glaube ich, für mich hier. Ja. Bogenschützen auch. So, was mache ich mit denen? Sonst noch irgendjemand, der. Schicke ich rüber. Oh, die kann ich. Nee, die kann ich hier mit zum Städte siedeln. Also bei mir, muss ich sagen, gibt es gerade keine Probleme. Ich fühle mich sehr wohl. Ich bin froh, dass ich meine. Situation mit dem Kollegen ja. Na, da geklärt hat scheinbar. Wir haben ja keine Hard Feelings mehr. Und da scheinen die letzten 20 Runden ja der Entspannung beigetragen haben. Na? Oder interpretiere ich das etwa falsch? Hat er, das Brasilien hat sich ehrlich gesagt nicht so entspannt an, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich habe hier noch keinen Kanal für euch, noch ist hier nicht Party. Das ist, ja, das ist hier halt so ein bisschen, ich weiß nicht, irgendwie rechts habe ich da so eine gelbe Front. Hm. Und unter mir so einen aggressiven Berliner. Hm.
Warte mal, das war defensiv. Ja, ja, aber. Schon. Ja, aggressiv, degressiv. Ich kann verstehen, warum man das miteinander bringt. So, also war schon, aggressiv, also Legislative, war schon sehr, alles dasselbe. Ja, also schon. Schon. Gut, nächste Runde. Also, dass ihr unten. Nächste Runde jetzt mal. Also, langsam. Johnny, ich bin dafür, dass du entweder mal deine Barbarenprobleme hier unten löst. Moment. Da unten weiß überhaupt keiner was von, außer dir. Und das habe ich dir durch unser Abkommen ermöglicht, ne? Ja, das ist aber. Ich meine, wir haben offen. Wir reden jetzt offen über unsere Barbarenprobleme. Und ich. Mein. Diplomatischer Außengesandter wird hier von Keulenträgern umzingelt. Und ist hier fast nicht mehr in der Lage, sich zu bewegen. Ja, das sehe ich auch. Irritierend, finde ich. Sehr irritierend, dass du das zulässt, außerhalb deiner Grenzen. Ja, jetzt muss ich allerdings ja sagen, dass ich zwar deinen Dude durchgelassen habe, aber jetzt hier nicht Ewigkeiten. Ja, es geht ja auch nicht um Schutz, der kommt schon klar, der macht sich, ja? fischt das sich eine Krabbe und redet mit denen und redet und so. Aber ich bin beeindruckt, dass du deine militärische Stärke nicht dazu nutzt, dein Volk zu verteidigen. Das ist schon interessant. Ja, wie du siehst, ist mein Schleuderkämpfer ja in einer guten Position, um bald zurückzuschlagen. Ja, ich sehe das, wie hier geschlagen wird. Ja, hauptsächlich auf mein Speer. Ja, ist mir auch aufgefallen. Der ist tatsächlich gut im Einstecken scheinbar. Ja, der kann das. Ja. Sehr schön, dass er auch Qualität mit sich bringt. Ja. Warum nehmen die denn? Alter, die nehmen so viel Schaden. So, sonst noch irgendjemand irgendwelche Befindlichkeiten? Ja, Ding ist, geht auf den Sack hier, Barbaren. Hi. Aha. Was meinst du mit auf den Sack gehen? Hört er sie? Oder macht ja, der hat 10 Reiter. Also, okay, sind vielleicht 5. Wie kriegt das Plus? Mal sagen, ne? Ja, so eine Problematik kenne ich gar nicht. Sag mal, wie kriegt ein Industriegebiet Plus Produktion? Gebirge. Also durch Hügel. Hügel. Also, da, wo du Minen bauen kannst. Hammer, die Atomkraft-Sprengköpfe, positioniert man die in Bergen oder in Tälern? Die Klappe. War das ein Affront? Moment mal. Was? Hält die Klappe ein Affront? Ja. Ah, Leute! Was ist denn hier los mit euch? Ja, ich fange jetzt den Krieg an, denke ich. Geht also los. Was geht los? Ach, nichts. Was? Oh, es geht los. Schon wieder. Wir sind schon wieder dabei. Ja, es war eine schöne Runde. Na? Ja. Wir warten alle auf friedlich Max. Bis jetzt. Sehr friedlich. Ja. Nee, für mich nicht. Was? Ei. Wie? Ei. Du nicht okay. Zufrieden bis hierhin? Vermerkt. Also wenn die Barbaren mal weg sind und ich anfangen kann, mich um eine Städte zu kümmern, dann ist das schön, ja. Alter. Dann sind die schon mal weg. Auf. Alter, der Spanier denunziert mich. Oh. Was ist denn mit ihm los, alter Armka? Hey, der denkt einfach, ich wäre ein Kriegstreiber. Wie kommen denn darauf? Ja, was? Hast du schon irgendwen angerufen? Hast du schon irgendwen. Niemals. Das wird er nicht machen. Oh, Master Yi. Master Yi war da. Also, ich glaube, dass irgendwelche Zuschauer versuchen zu connecten.
Was? Würde ich jetzt mal so behaupten. Ich würde jetzt die Liste aufstellen. Das ist eine Frau. Alter. Hast du dir das vorher irgendwie gegoogelt, um das dann immer zu benutzen? Nee, ich weiß das. Okay, ich weiß nicht, was das ist. Hier, wie heißt nochmal Pickel im Mund oder wie das hieß? Aften. Ah, ja, ne? Solche Wörter. Die kennt er. Ei. Jo, was haben wir dazu sagen? Der wird erstmal befördert, damit er im Leben bleibt. Das ist halt hier schon wieder eine Situation, wo ich mir denke, jo, so ein Scheiß. Ei, hier ist ja gefährlich, oder? Ey, warte. War das nicht? Das war irgendwo hier. Das nicht auswählen. Das war hier schon. Das war die Runde gerade. Nee, jetzt ist der gestorben. Ach, leck mich am Arsch. Scheiße, ey. Man kann den Leuten auch nicht mehr sagen, dass sie aufhören sollen, die Links zu bekehren. Was? Städte. Also irgendwie habe ich nicht die Auswahlmöglichkeit. Ich habe halt Missionare in meiner Stadt, also in der Nähe. Und ich kann nicht sagen, dass er aufhören soll, die zu bekehren. Was ein bisschen ärgerlich ist. Ich würde denen das gerne sagen. Muss hier früh was unternehmen nach der Kaserne. Was können die hier noch ausbauen? Ach! Ich muss hier echt Felder kaufen, ne? Damit ich hier quasi was Sinnvolles. Das geht nur, wenn man eine eigene Religion hat. Er zeigt mir auch eben gerade fast überhaupt nicht. Okay. Aber. Okay, dann. Okay. Dann habe ich das falsch interpretiert. Ich habe hier mehr Bevölkerung, als ich nutze. Das ist nicht gut. Ich muss Felder kaufen. Und ich wollte den Handwerker eigentlich hier mit dem Siedler schicken. Okay, ich mache jetzt erstmal hier weiter. Ja, das passt. Ja, das passt auch. Ja, das geht. Okay. Auf. Ne? Oh. Was wollte jetzt hier? Achso. Welt als eine okay, dann machen die weg. Der hier kann befördert werden. Der hier kann nicht befördert werden. War das wieder irgendein Räuspern, was ich missinterpretiert habe? Nee, ach, ich bin ein bisschen krank. Der geht erstmal nach. Hat der noch keine Stadtmauer? Das war jetzt aber ein Räuschmann, als ich mich interpretiert habe. Nee, ich überlege gerade, ob ich die Bambina hier aufmache oder nicht. Ah. Nur um eine gute Auslege verlegen, sag ich mal, ne? Also eine Bambina ist schon lecker, oder? Wirklich besser. Hongkong hat Amsterdam den Krieg erklärt. Achso, ja gut.
Ist er jetzt weg? Ich glaube. So, jetzt haben wir mehr Produktion, das ist nice. So, hier muss ich jetzt einen Kriegswagen machen. Damit der das Banditenlager da wegmacht. Ja, die machen den weg. Oh, ist er tot? Er ist nicht tot. Wo ist denn mein Händler hin? Hat er den Händler getötet? Der hier ist fast tot. Spandau. Zwischen zwei Flüssen, ist das ein guter Spot? Ist, der wird drauf gehen, aber ist nicht so schlimm, glaube ich. Ist hier ein guter Spot? Oder sollte ich noch ein bisschen weiter von meinen Städten wegrücken? Mit weiser Voraussicht, dass sie sich vielleicht noch mehr ausdehnen. Aber hier bietet sich ja an, ne? An den beiden Flüssen. Sagt mal. Dann gucke ich mir das mal gleich an im Chat. Kann sich noch jemand erinnern, wann es heikel wurde letztes Spiel? Also bei welcher Runde? Ich glaube bei Runde 70, oder? Was meinst du mit heikel? Oh, ich bin pleite. Mit heikel meine ich heikel. Warte. Mein Gott. Ah, Krieg. Das kann ich doch anpassen. Als ich mit Romigo Legionäre hatte. Mal. Ja, die hast du ja von Anfang an. Das ist ja eine Noob-Klasse. Also, wo komme ich denn zu... Ja, die Klasse ist ja für jeden, der hier. Civilization spielen kann. Das ist ja eine super Klasse, aber... Kann ich doch anpassen. Wann? Also das war... Oh, da brauche ich Gold für. Okay, 70 ungefähr, oder? Ja, wenn der Siedler weg ist... Ich weiß es ehrlich gesagt nicht ganz. Oder ich feuer hier ein. Warte, ich kann... So, weiter. Ja, der gute Hand of Blood scheint da... Ihr kennt mich ja, und so. John scheint da auch ein paar Probleme zu haben. Und nee. Ja, bin auch. Ich hatte nur eine Sache vergessen zu machen. Sobald die neue Stadt gegründet ist. Aber nah an der Küste. Oh, was? Okay. Das Gute ist, die Kriegswagen verbrauchen ja kein Gold. Ich weiß nicht, den Speer könnte ich auch feuern, ne? Okay, ich gründe jetzt... Hier die Stadt, sagt ihr? Nah an der Küste. Also, oh, hier. Dann machen wir das. So. Hier machen wir jetzt so weiter. Ja, Punktesieg ist an, aber das ist dort nicht in Kraft. Also, das Punktesieg ist halt. Also, spät. Kann auch heute nicht mehr so lange. Was macht dein Speer eigentlich dort? Ne? Ist er glücklich? Ich meine, die stimmt, Barbaren treibe ich ja gut zurück, ne? Ich brauche Gold. Dann soll ich ein Handelszentrum bauen, oder nicht? Es scheint nicht so, dass ich hier durch könnte. Was ist denn hier los? Dann mache ich das. Eins. Das fällt hier. Da Venta, meinst du? Ja, glauben. Ey, ich muss sagen, ich habe schon 1, 2, 3 Stadtstaaten getroffen, die nur Glauben geben. Eieiei. Ich ein. Also. Langsam denke ich mir so, alles klar. Kornspeicher, wa? Oder ein Handwerker. Na, Kornspeicher. Wir wurden denunziert. Befördert werden. Gut, die Stadt ist bald geknackt. Ei. Verteidigung ist besser als. Bin bald im Minusgold, ne? Ich glaube, wir sollten das hier machen. Dann müsste sich das nächste Runde ändern. Den könnte ich wegmachen. Ich kann auch einfach alles jetzt auf die Stadt setzen. Ich glaube, das mache ich.
Ich bin da nicht so erfahren, was bei so einem Stellungsding der beste Schritt ist. Den hier würde ich... Ja, ich glaube, mit dem gehe ich drauf. Den hier lasse ich noch regenerieren. Und mit dem knall ich weiter drauf. Dann müsste ich nächste Runde eigentlich das bald haben. Aber da wird halt mein Katapult gerade angegangen. Die Stadt braucht auf jeden Fall Produktion. Du musst jetzt Produktion spammen. Ach, die schon wieder. Er ist nicht erfahren mit Stellungen. Ich mache nächste Runde. Oh. Warten, warten. Einfach synchron nächste Runde gemacht. Ja, das war klar hier. Ja, Freunde, läuft ja alles sehr friedlich bei uns ab. Freut mich, wollte ich nochmal loswerden. Nachdem ja eben nochmal darüber berichtet wurde, wann das letzte Mal der Krieg ausgebrochen ist, habe ich das Gefühl, dass wir hier in deutlich... Was? Nee, ich hab nichts. Mein Glückwunsch, Max. Danke, danke. Unbekannter Spieler wurde besiegt. Geh da sofort mal raus, ne? Nicht, dass da Missverständnisse auftreten. Ich war da nur aus, Interessensgründen. Kann man fragen, welcher Spieler das war? Also welche Nation? Stadtstaat. Einer, der Spanner im Weg stand. Okay. Gesundheit! Einer, der Spanner im Weg stand? Ja. Das sollte man wohl besser nicht tun. Was sagst du denn dazu, was? Ich stand daneben. So, dann gehen die Kriegswagen ist wieder fix, ne? Ei, der Kriegswagen ist kaputt. Ach so, ja, weil du hast so lange gebraucht wegen dem Krieg. Ach, ich verstehe. Naja, also du musst ja da ein bisschen noch hin und her ziehen. Okay, ich verstehe. Wie kann ich denen... Sag mal, wie kann ich Einheiten kündigen? Geht das nur, wenn die drauf und dann den Totenkopf? Geht das nur, wenn die Full Life sind? Nö, einfach ja. Auf den Toten. Ja. Ja, das geht nur noch, wenn die Full Life sind. Okay, einiges. Ah, gut. Okay. Kosten Speer Unterhalt? Jede Einheit kostet Unterhalt. Außer Handwerker Gold, und Spieler. Ja, da würde mir jetzt schaden, das ist der Meter. Ne, er zieht wieder ab. Ich sollte vielleicht einen Speer hier im Hinterland behalten. Ich habe so einen richtig nervigen Bug. Wenn die ganze Zeit die Handelsrouten von einer Stadt angezeigt werden. Aber eigentlich ist er nach ein paar Runden vorbei, ne? Aquädukt ist ja gut, ne? Warum kann ich nicht mit Brasilien? Ach, das habe ich ja schon, ich Vollidiot. Ja, weiß ich auch nicht. Ich habe einen Handelsboss im Handy. Theoretisch ist das ja ein Multiplikator und ich könnte dann weiter. Das ist sehr merkwürdig. Was ist reduziert? Der ist wieder abgezogen, ist komisch. Okay. Ja, das kann sein, dass das so weit weg ist, aber war schon merkwürdig komisch gerade. Also ich dachte, von hier zu hier sind weniger als 15 Felder. Und das sind eigentlich weniger als 15 Felder. Weil der setzt ja mit dem Handelsposten immer drauf.
Crazy. Ich werde mich einbunkern. Nach hier irgendwie gehen. Schön. Schön, dass es wieder so zieht. Irgendwie so. Ernsthaft? Der hielt Leute. Hat jemand von euch schon die Skyphen entdeckt und so? Ja. Ja. Hi. Das freut mich ja. Ansonsten hätte ich mein Wissen da natürlich gerne mit euch geteilt. Wir müssen ja auf jeden Fall schnell mal die... Was ist abhängig davon, dass sich Land erweitert? Kultur. Glaube ich. War eigentlich so. Warum kann ich nicht mit anderen Städten handeln? Also ich war's kann nicht einfach Nahrung? Grundsätzlich nicht... Naja, das Nahrung ist dafür, dass du mehr Bewohner hast in deiner Stadt. Aber dass sich die Grenzen ausweitern, da ist Kultur... Was war dann Annehmlichkeit? Annehmlichkeit ist einfach nur, dass deine Leute zufrieden sind. Wenn sie nicht zufrieden sind, dann... ja, dann produzierst du halt weniger. Du, so. Kriegst du weniger Boni auf deinen... Also kriegst du Minus. Warum kann ich nicht... Das ist ja scheiße. Alter. Das sind halt Bezirke. Ich habe keinen Platz für Bezirke. Stadtmauern. Das ist ja bitter. Ja, Pericles hat einen Zug vor mir seinen Wunder fertig gekriegt. Finde ich jetzt sehr ärgerlich. Äußerst ärgerlich, um genau zu sein. Nun gut. Ich sammle hier meine Truppen. Das ist echt. Vielleicht brauchst du ein Handelsabkommen? Glaube nicht. Nee, es gibt kein Handelsabkommen. Den rate ich nicht gerade. Ja, ich weiß, dass ich Grenzerweiterung auch kaufen kann, aber ich habe halt kein Gold. Komisch. Vier Grundpfeiler des Hey, die Sperrdudes sind wieder weg. Wo ist hier kurios, mal... Kurios. Ach, meine Kriegswagen sind jetzt automatisch Ritter. Interessant. Behinderten Barbaren, Alter. Da baue ich aus. Echt am Eskalieren die Runde, oder? Ich hab halt hier 5 Reiter gehabt und Reiter sind halt schon... Reiter sind schon übel, ne? Oh, ich krieg jetzt langsam die Barbaren auch endlich mal Angriffe, ja? Alter, ich fühle einen Wissenschaftssieg. Das ist wahrscheinlich hier das hier, was ja übel am Abgehen ist. So, ich brauche hier, Alter, irgendwie... Dieses Gespräch nimmt irgendwie eine... merkwürdige Wendung hier. Welches Gespräch? Ich bin gleich weiter. Moment. Sei witziger, bitte. Oder sieht das hier aus wie ein Actionspiel? So. Hm. Wenigstens verteidigt mich irgendwer, Mr. Shurima. Komm, ja. Und wenn man sich nur gegenseitig verteidigt, wenn man jung ist, das ist halt echt schwierig. So, den baller ich weg. Der ist wieder voll. Ich werde hier erstmal die Barbaren im Keim ersticken. So, was mache ich hier? Bibliothek, damit ich auch weiter Wissenschaft böller. Oder ich muss halt auf Gold jetzt mal gehen, ne? Damit ist meine gesamte Religion, also zumindest, ich hatte ja vorne kleine Religion verbunden. Das war echt Goldprobleme. Woher kommen die denn? Ich habe Ausgaben durch Städte.
Ah nee, eigentlich wollte ich das gar nicht machen. Oh, ich bin doof. Man doch auch nicht abbrechen. Hat der hier Unterhalt kosten? Der hier hielt halt meine Leute. Hat Rio de Janeiro einen Hafen? Nee. Hast du vor, einen zu bauen? Ja. Okay. Wenn die Zeit dafür da ist, dass ich einen Hafen bauen kann, dann gerne. Solltest du eventuell tun, weil potenzielle Handelsrouten durchaus lukrativ sind. Für beide. Ich verstehe nicht, woher meine Goldprobleme kommen. Verbinde mal deine ganze andere. Ich habe Goldprobleme! Unterhalt ein Gold. Ah, daher, okay. Unterhalt ein Gold. Also, es würde mich wundern, wenn ich so weit weg bin. Das ist irgendwie komisch mit dem Handel. Ich muss jetzt ein Handelszentrum bauen. Hier plus 3. Was ist denn das? Grasland? Da ist nichts Tolles drauf, ne? Es bringt auch nur 3 Nahrung, da drauf da. Plus 3 Gold. Fördern kostet das Gold? Nee, ne? Ich habe jetzt erstmal eine Barbaren getötet. Eieiei. So, wie sieht's denn hier aus? Endlich habe ich das verdammte Barbarenlager, ne? Das dauert manchmal echt Jahrzehnte, dass man so was hat. Jungs, wie geht's euch? Jo. Na gut. Jetzt, wo ich mal wieder Luft zum Atmen habe, dachte ich erkundige mich nochmal bei meinen Nachbarn. Was gibt's? Gibt's hier eigentlich schon offene Bündnisse? Was ist alles, das? Ja, also, ist hier jemand mit jemand anderen quasi, ne, in einer innigen Liebe? Also zwischen mir und Amsterdam klappt's ganz gut. Alter, jetzt geht ja über die ganze Welt. Du hast Amsterdam gewaltmäßig eingenommen, sag ich mal, ne? Jo. Deswegen klappt's ja jetzt auch. Das klingt ja fantastisch. Ich muss auch noch einen Moment. Ja, ja. Bin hier gerade dabei, Handelsbezirk zu bauen. Hier muss ich irgendwann nochmal eine Stadt gründen. Den jetzt hin. Ach, oh. Hey, wo ist hier denn das Barbaren-Camp? Ich glaube, Spanien! Mein Gott, warum hat Spanien dich denn deduziert? Ihr seid doch Kilometer voneinander weg. Jo. Max. Das habe ich mich auch gefragt. Genau. Ich weiß gar nicht, woher die kommen. Und? Die waren auf einmal da und meinen, jo, Stress, Digga. So. 23 Runden. Ich muss hier unbedingt Produktivität erhöhen, weil da brauche ich einen Handwerker für. So, ich werde jetzt euch bald verlassen und meine KI wird übernehmen, weil ich heute leider nicht so viel Zeit habe. Schade. Morgen bin ich bis zum Ende da. Okay. Alternativ können wir auch jetzt speichern, morgen fortführen. Ja, ich weiß nicht, wie ihr das machen wollt. Ich würde auch die KI spielen lassen, wie ihr möchtet. Also, Johnny, wir können dann zum Beispiel League streamen, falls du Bock hast. Ja, du, das wäre natürlich der Optimum. Das wäre natürlich das Optimum. Ja, eben. Weil dann brauchen wir morgen halt nicht wieder eine neue Runde anfangen. Ja. Nö, ist ja so. Meinetwegen auch gerne. Warte, gut, dann mache ich jetzt hier Speicher. Moment. Spiel speichern. Ich mache jetzt mal hier Push-to-Talk aus.
Naja. Also ich muss sagen, ich ist übel geil das Game, aber ich habe immer durchgehend so ein leichtes Ich habe durchgehend immer so ein leichtes Unwohlsein, weil ich immer durch dieses Qual der Wahl, du hast halt immer, ne, und das dadurch, dass Dilemma, ich halt dadurch, dass ich halt nicht so viele Runden bisher hab, weiß ich halt nie, was halt das Richtige, also was so eindeutig das Richtige ist. Ja, ich glaube, wir sollten in den nächsten, also wir können ja auch jetzt quasi den Rat der Nation machen, auch mal abklären quasi, wer wie groß ist, so, damit man ein bisschen den Vergleich hat. Aber was du auf jeden Fall machen kannst, ist halt Weltrangliste angucken, ne? Ja, da siehst du halt eine Menge. Ja, ja, klar. Aber ich meine, es ist für mich immer sehr einfach, wenn ich, wenn ich halt Probleme habe, zum Beispiel ich habe Geldmangel oder so, dann gucke ich halt, dass ich das behebe, klar. Aber generell habe ich so ein Problem, wichtige, also so Gebäude zu bauen, wann gehe ich auf Militär, wann baue ich eine Siedlung und so, du, wann ich was mache. Ja, genau. Das ist halt so. Alles klar, Jungs, ich bin jetzt erstmal raus. Wir sehen uns morgen. Wir können ja nochmal schreiben, Max. Okay. Aber ansonsten 11.30 Uhr ist wieder geplant, oder? Genau.